So, SV Niederwerth 2 gegen die TuS Arenberg in der Kreisliga B Koblenz 24-25. Ja, da geht so die zweite Mannschaft ins erste B-Liga-Heimspiel überhaupt. Hinter mir macht sich auf dem anderen Platz gerade noch die dritte Mannschaft für das Spiel gegen Arenberg 2 warm. Das wird eine halbe Stunde später stattfinden, also muss ich wirklich gucken, dass ich das Video hier so ein bisschen im Rahmen behalte. Ich werde immer mal so ein paar Blicke nach hinten werfen müssen und Jura ein bisschen im Auge behalten. So, dann kann es auch in diese Partie, geleitet von Ricardo Raffaele, losgehen. Also, erstes B-Liga-Heimspiel für die zweite Mannschaft. Man hat bereits auswärts 5-0 beim Mittelaufsteiger Urba verloren, Urba 2. Ja, diese Situation, zwei Heimspiele an einem Tag, das gab es am Eröffnungsspieltag der A-Liga 22-23, während jetzt Karim Hassanin kommt, wo man gegen den VfR Koblenz 2 gespielt hat und die erste hat gegen Horchheim gespielt. Ich wollte ein Video tatsächlich zum VfR-Spiel machen, aber dann war irgendwas auf dem Handy, irgendwas hat da rumgespackt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir den Stress lieber doch nicht. Jetzt muss ich mir den Stress wohl eher ein bisschen mehr machen, den ich mir vor ein paar Jahren dann doch nicht gemacht habe. Und Colin Wiemer erobert hier den Ball. So, und jetzt nochmal Colin Wiemer, der kommt da an den Ball. Und da steht es 1-0, Jannis Lenz. Und Jannis Lenz schreibt Niederwerther Geschichte. Das erste Tor in der Kreisliga B überhaupt. Jannis Lenz mit dem Premierentor. Ja, das ist ein Start. Und Christopher Stein läuft da direkt wieder an. Und Olli Kesselheim fängt diesen Ball ab. Also das ist ja auch ein Start in das erste B-Liga-Heimspiel überhaupt, was man sich nur erwarten kann. Und es gibt den Freistoß für uns. Ricardo Raffaele pfeift die Situation ab. Ja. Man hat hier bereits vor ein paar Jahren noch in der C-Liga gegen Arenberg gespielt. Da hat man, was weiß ich, man hat die mal 3-1 geschlagen, dann hat man mal 2-1 gegen die zu Hause verloren, dann hat man mal gegen die auswärts in Arenberg 5-0 verloren. Also, ja, Spiele gegen Arenberg sind immer so eine Mischmasch-Sache. Ich versuche jetzt auch von Beginn an vielleicht ein bisschen durchgehender zu filmen, damit ich ein bisschen mehr Luft habe. Colin Wiemer bringt den Freistoß rein und der schlägt den Freistoß nur weg. Colin Wiemer geht da jetzt wieder dran, macht den sicher. Kessel. Ja, da sind Wiemer und Lenz sich nicht ganz so einig, wer da jetzt hin soll. Und Einwurf Arenberg. Ja, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Luft zum C-Liga-Spiel gegen Arenberg 2, damit ich vielleicht, was weiß ich, um 25 schon fertig bin mit Filmen. Wenn ich vielleicht, was weiß ich, hoffentlich um 25 schon fertig bin mit Filmen. Also ich versuche mal ein bisschen weniger zu schneiden, dass das Video vielleicht ein bisschen flüssiger läuft, mit weniger Schnitten. Muss mal gucken, wie ich beide Spiele zeitgleich irgendwie verfolgen kann. Vielleicht werde ich auch hoch auf die Terrasse gehen teilweise, damit ich beide Spiele auf einmal so ein bisschen verfolgen kann. Oh, und es gibt Freistoß jetzt zu Arenberg. Da wäre Colin Wiemer wäre da auf und davon gewesen. Ich meine, gut, so, das wäre jetzt so eine Sache, die würde ich üblicherweise immer rausschneiden. Dann hat man auch auf die Länge, auf Dauer des Spiels gesehen, hat man dann ein paar mehr Spielszenen. Die Arenberger, oh, faul an der Mittellinie. Auch hier Ricardo Raffaele pfeift die Situation konsequent ab. Also hier, man sieht, man macht sich ja hier noch warm. Ossi Lau, Micky Parschau machen bei der dritten mit, während es da schon weitergeht. So,
Ja, reklamiert mit der Hand gespielt wäre der gewesen. Und jetzt Jannis Lenz gegen Yannick Weiß. Letzterer war am Ball. Es gibt Einwurf für uns. Böser, der Premierentorschütze in der B-Liga für Niederwerth. Ja, Karim, der lässt den Ball selbst vorbei, aber kommt dann nicht an seinem Gegenspieler vorbei. Setzt ihn unter Druck. Es gibt wieder Einwurf für uns. Olli Kesslein schleudert den hoch rein zu Karim, der ihn auf den kurzen Pfosten köpft. Ich glaube eher, dass es eine Vorlage bzw. eine Verlängerung werden sollte. Aber der Torwart fängt ihn ab. Boah, der vertüttelt sich da mit dem Ball so ein bisschen. Da konnte er von Glück sprechen, dass da kein Niederwerther in der Nähe war. Ja, wieder pfeift Ricardo Raffaele ab. Der war wohl im Aus oder hat er jetzt Freistoß gepfiffen? Okay, Freistoß gepfiffen, weil ich habe da jetzt nichts Genaues gesehen, was man da hätte abpfeifen können. Ja, und? Ja, wer da erobert den Ball? Jetzt Christopher Stein, der ihn wieder rauslegt. Oh, der legt ihn zurück, Karim! Oh, da hätte er fast sein 10. Videotor gemacht. Jetzt Colin Wiemer abgefälscht. Und es gibt Eckball für Niederwerth. Man legt sehr gut los in dieser Anfangsphase. Man zeigt in diesen ersten Minuten eine Reaktion auf die Derby-Pleite. So, wir haben jetzt 7 Minuten durch. Es ist 39, also hängen wir das nicht so 2 Minütchen hinterher. Lenz mit der Ecke und der Torwart, der klatscht schon wieder raus hat, war wichtig. Da wäre Schnickes gewesen vor dem Torwart. Ja, den kriegt er aber nicht wieder rein, Jannis Lenz. Als ein Ahrenberger Konter kann die gute Anfangsphase zunichte machen. Hat sich auch für die Ahrenberger gegen Hilgert gezeigt. Sie hat eine gute Chancenverwertung gehabt. Gegen Metternich 3 haben sie teilweise das Spiel gemacht, was die Chancen angeht. Haben dann aber auch teilweise zum falschen Zeitpunkt noch Gegentore gekriegt in der Schlussphase. Haben sie noch in der Schlussphase zwar noch auf ein Tor verkürzt, aber haben dann doch noch 2 Tore bekommen. Also hat denen der Killerinstinkt praktisch in der Chancenverwertung gefehlt. Jetzt nochmal die Ahrenberger. Und der wird von Schnickes weggecheckt. Es gibt Freistoß für Ahrenberg. Ja, hier in so einem Video wie jetzt, wo ich bewusst ein bisschen weniger versuche zu schneiden, merkt man mal eigentlich jetzt, ja, was im Endeffekt eigentlich rausgeschnitten wird. Bin auch mal persönlich gespannt, ob ich dann wirklich so bei 22, 23 Minuten lande, wie das Video lang wird, also auch von der Ende der Aufnahmezeit. Freistoß ist frei, der kommt hoch und ist zu harmlos. Der geht übers Tor. Ja, Adrian im Tor hat bisher noch nichts Sonderliches zu tun bekommen. Dieser Freistoß war da noch vielleicht das eheste, was in seine Richtung kam. Aber es war, wie wir gesehen haben, zu harmlos. Ja, die Ahrenberger laufen an. Aber da ist der Weg zum Anspielen dann doch ziemlich groß. Ah, Jannis Lenz, der den erstmal gut annimmt. Aber da er im weiteren Verlauf nicht viel machen kann, Ricardo Raffaele pfeift ab. Ja, Raffaele pfeift. Pfeift souverän, er pfeift. Ja, was weiß ich, will jetzt nicht. Ja, ich würde gern sagen, er pfeift schnell, aber ich weiß nicht. Aber wenn man sagt, er pfeift schnell, ja, das kann man positiv wie negativ teilweise auslegen. Dass er teilweise, was weiß ich, Situation nicht abwartet. Ja, man kann sagen, okay, er pfeift schnell, er wartet Situation nicht ab. Oder er hat direkt was erkannt und pfeift es konsequent dementsprechend. Ja,
Ja, langer Ball jetzt wieder zu Jannis Lenz. Er kommt irgendwie durch, Karin Hasselmin. Und, naja, ich dachte, es gibt auch einen Wurf, aber der Ball bleibt drin. Und Olli zieht die Option des Einwurfs. Ja, und Jannis Lenz versucht da dran zu bleiben. Und Olli, diesmal ein Einwurf an Strafraum zu Jannis Lenz. Es gibt Abschluss. Ja, zur allergrößten Not, wenn es zu knapp werden würde, dann würde ich das Video, was ich bei 17 Aufnahmeminuten beenden. Das ist so das Früheste, was ich sagen würde, wo ich in einer Notfallsituation beenden würde. Ja, was heißt Notfallsituation? Heute ist das mal eine andere Situation wie sonst. Aber wenn ich so auf zwei Spiele innerhalb von einer halben Stunde, die angepfiffen werden. Und jetzt die Ahrenberger. Auch das zu harmlos und zu durchsichtig von den Ahrenbergern. Jetzt sage ich gegen den B-Liga-Konkurrenten aus dem Westerwald 5 Tore erzielt haben und gegen einen üblichen Gegner mit Metternich 3 ja noch selbst 4 gekriegt haben. Ja, und Christopher Stein, der kriegt den Ball angenommen, aber der lächelt sich zu weit vor. Ja, Christopher Stein, der ja zusammen mit Krito jeweils einen Hattrick geschossen hat letzte Saison gegen Mühlhofen. Gegen Mühlhofen 2, gegen das Team von Ricardo Raffaele. Aber jetzt Yannick Weiss im Abseits. Ja. Gut, das war jetzt vielleicht dann doch so eine deutlichere Abseitsstellung im Verhältnis. Ja, wenn der jetzt vielleicht einen halben Meter weiter zurücksteht oder zwei, je nachdem wie er gestanden ist, stand ich auf gleicher Höhe, dann kann man da vielleicht auch leicht diskutieren. Und ich werfe wieder leichte Blicke nach hinten. Ich gucke nur einfach mal immer. Und ja, Colin Wiemer. Wie man auch kurz so ein paar Minuten gesehen hat, als Olli den Einwurf reingespielt hat, auch Julian Urbach schaut sich dieses Spiel hier an. Wirft da so einen Blick auf die zweite Mannschaft. Oh ja, Rückpass, ja, habe ich auch gerade realisiert. Ja, wie ist das eigentlich? Ich glaube, man muss den Pass wirklich bewusst zurückspielen. Ja, und der. Ach so, ja, okay, er ist der Kapitän, er darf ja meckern. Achso, er darf ja was sagen. Stimmt, ja. War ja der Sechser, der Kapitän, der was gesagt hat. Ja gut, ich glaube, das war jetzt schon boah, so ganz stumpf hart auf der Grenze, was man abpfeifen kann und was nicht. Ich sag mal, wenn man den Ball nicht kontrollieren kann, der kommt als Bogenlampe runter, prallt dann auf den Fuß und schnellt dann Richtung Torwart, dann kann man den klar nicht kontrollieren. Jetzt Ahrenberg. Und hier ist gerade ein Störball im Spiel, während Ahrenberg hier die Chance hat. Okay, der Störball der dritten ist wieder aus dem Spiel. Achtung! Und jetzt erneut die Ahrenberger. Ja, mit Yannick Weiss. Und da ist die Chance und Colin Wiemer im eigenen Strafraum. Und es gibt den Ball für Ahrenberg. Alles klar, was gab's jetzt? Falscher Einwurf oder was? Achso, ne, der wird wiederholt. Von Ahrenberg sogar. Ja, der lässt ihn durch. Das Lenz wurde kurz abgeblockt von seinem Gegner. Und das war ein Freistoß. Das ist ein Foul und es gibt Freistoß. Ja, auch wenn Ahrenberg jetzt
über die letzten Minuten auch vermehrt mal versucht haben, ein bisschen was für die Offensive zu tun. Niederwerth macht das konzentriert. Hast du gleich noch was? Sie lassen, also ich glaube, bis auf den Freischuss, die Entstehung des Freischusses, das war das einzig wirklich Brenzlige. Und jetzt Colin Wiem, na? Den Zement den aber auch gehabt. Der hätte mal kurz an der Kamera gewackelt und dann wäre auch. Ja, genau. Ja, oder schon, ich habe nur den Ball da durch den Baum kommen hören. Ich höre gerade nur Schoten und Kritte hinter mir, wenn es um die Bälle abwehren geht. Okay, hat man gerade gehört, einen noch, dann gehen sie zumindest mal hoch. Viertelstunde fast durch. Ja, 49 haben wir. Ja gut, vielleicht kriegen wir ja doch noch irgendwie die 20 voll. Also sag ich mal, wie ich die Zusammenfassung schreibe, oder wie lang die jeweils wird, wird eine andere Sache sein. Und Yannick Weiß steht wieder im Abseits. Und da geht schon weiter. Und Felix Schiffner, der sollte da angespielt werden. Und Ricardo Raffaele pfeift wieder Freistoß. Nächster Schörball. Der zweite Schörball innerhalb von ein paar Minuten. Hey. Das ist Kreisliga. Das passiert, wenn zwei Spiele innerhalb von einer halben Stunde zeitversetzt im selben Stadion angepfiffen werden. Boah, und Christopher Stein, der spitzelt da den Ball so ein bisschen weg vom Gegner. Jannis Lenz läuft an. Ja, Ahrenberg muss sich was einfallen lassen, um sich jetzt mal selbst eine gute Torchance rauszuspielen. Felix nimmt den Ball an. Haut er seinen Gegner regelkonform weg, aber die Ahrenberger trotzdem jetzt noch vorübergehend den Ballbesitz. Holen sich den Ball aber wieder. Ja, holen sich den Ball wieder oder waren die wirklich weg vom Ball? Ja, und die dritte ist durch mit Aufwärmen. Das ist auch alles hier so ein bisschen dokumentarisch. Für den doppelten Heimspieltag muss ja alles ein bisschen dokumentiert werden. Ja, und Ricardo Raffaele war da am Ball. Ja, okay, ja gut, ich meine, war da jetzt schon Niederwerth am Ball? Ich glaube, es heißt ja, wenn Ahrenberg jetzt am Ball war, dann hätte ein Niederwerther erst am Ball sein müssen. Und Yannick Weiß mit dem Ausgleich. Es steht 1-1. Ahrenberg ist wieder da. Durch einen der Top-Stürmer der letzten Saison, Yannick Weiß. Ja gut, ja, ein bisschen Zeit haben wir ja jetzt noch. Legen wir noch ein bisschen was drauf. Ja, und da kommt Ahrenberg schon wieder über Yannick Weiß. So, und ja, ich habe, wie es gesagt habe, es braucht einen Angriff. Es braucht nur einen guten Angriff, um, ja, sag ich mal, die gute Anfangsphase ein bisschen so zunichte zu machen. Und das gibt jetzt erstmal die Trinkpause und damit verabschiede ich mich bis, ja, wenn ihr nur dieses Video schaut, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr auch das andere Video schaut, bis gleich. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.